Hallo, moin moin und guten Tag. Wir beide sind mal wieder. Die Ricarda. Und Michael Karlstadt. Und wir sind mal wieder im Angelpark Losser am Teich 4. Genau, am Premium-Teich. Premium-Teich heißt, es wird mehr eingesetzt. Und es ist eigentlich ein Teich, der auch ein bisschen kühler ist. Was wir eigentlich machen wollen heute, sind euch zwei neue Routenserien vorstellen. Einmal die Highline Area. Und einmal die Strike Area. Und wir haben ein paar neue Spoons, und zwar einmal den Diamond Spoon und wir haben vom Hammer, so, da ist er, vom Hammer auch noch mal ein paar neue Farben. Das möchten wir euch zeigen und nebenbei natürlich ein paar neue Fische fangen. Schön groß die Fische, ne? Ja. Auf den Hammer. Ja, was soll ich sagen? Schwarz-Pink läuft immer, ne? Hier hast du auch wieder auf den Hammer. Genau, aber diesmal habe ich Orange mit Grün. Angeln heute, aber der Hammer läuft. Ja, ein bisschen problematisch ist es im Augenblick mit dem Wetter, ne? Ja, es hat sich ja jetzt wirklich sehr abgekühlt im Gegensatz zu den letzten Wochen, wo wir eine wirkliche Hitzeperiode hatten. Ja, waren ja 35, 37, 38 Grad und jetzt sind wir so im 20er Bereich. Genau, heute Morgen sogar nur 13 Grad. Ja, also schon richtig kalt. Ja. Und ja, es ist relativ wechselnd, was das Licht auch angeht. Ziehen viele Wolken durch, mal sind wir in der Sonne, mal sind wir mehr im Schatten. Ja. Und wir haben das schon gemerkt, die Forellen wollen nicht ganz so schön und ganz so gut, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Nee, man hat ja die Hoffnung gehabt, dadurch, dass es jetzt kälter wird, das Wasser ist auch kälter, dass die Forellen wieder vernünftig beißen. Aber leider hat sich das heute nicht so dargestellt, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau. Es war schwierig. Ja, genau. In den letzten Tagen haben sie deutlich besser gebissen. Genau. Aber heute, es war schwierig. Ein paar Fische haben wir schon, aber es war schon schwierig. Ja, man musste viel arbeiten, um an die Fische ranzukommen. Ja. Auftreibende Montage haben wir bislang einen Fisch gehabt. Genau. Und alle anderen wirklich auf Spoon. Und auf normales Schleppen mit Pasta oder sowas ging überhaupt nicht. Nein. Und den Spoon auch wirklich langsam geführt, teilweise ziemlich tief absinken lassen. Und man merkte auch, die Fische waren absolut träge, auch im Drill. Ja. Genau. Mhm. Ganz ungewöhnlich, sehr träge sind sie. Ja. Thank you.
Als erstes möchte ich euch die Strike Area vorstellen. Davon gibt es zwei Modelle. Die eine habe ich direkt als meine neue Lieblingsroute auserkoren. Das ist ein Modell mit 3 Gramm Wurfgewicht, also maximal 3 Gramm Wurfgewicht, Länge 1,78 Meter und eine Semiparabolschlagaktion. Da kommen wir gleich noch zu, was das bedeutet. Und ich habe hier die 2,20 Meter lange, die hat ein Wurfgewicht bis 6 Gramm und die ist halt für etwas größere Spoons bestens geeignet. Ja, was für, typisch ist auch für Dänemark. Genau, also das wird definitiv die nächste, die ich mir anschaffen werde. Auch alleine von der Farbe her einfach super, muss man sagen. Wir Frauen achten ja auf sowas schon eher. Ich finde die, also ich finde die auch total schick, aber wenn sie jetzt schwarz gewesen wäre, hätte ich sie trotzdem genommen. Ja, das schon, aber es ist noch so dieses kleine i-Tüpfelchen. Ja, genau. Ja, und das ist ja was Typisches, was ich dann zum Beispiel mit einem 7,5 Gramm Tornado oder sowas fischen würde. Genau, ideal dann halt für Dänemark, wo man halt gut mit dem Tornado fischen kann. Ja, und eben dadurch, dass er etwas länger ist, dadurch, dass er höhere Wurfgewichte hat, finde ich die schon wirklich top. Und die hat auch noch ein bisschen längeren Griff. Genau. Ne, wenn man sich das so anguckt, so vielleicht kann man vielleicht nebeneinander sehen. Die kürzere hat kürzeren Griff, die längere hat auch dann deutlich längeren Griff. Ja. Und letztlich, du hast ja die 3 Gramm gerade schon mal gefischt, lässt sich auch schön fischen. Herrlich, ist wirklich eine ganz tolle Route, muss man wirklich sagen. Ja. Preisbereich so knapp über 100 Euro. So semi-parabolische Aktion, das heißt, der erste Teil, der Spitzenteil geht praktisch weg. Und hier steht die Route eigentlich noch. So, wenn man das mal so zeigt zum Beispiel, hier steht die Route noch, der erste Teil, der geht weg. Und wenn dann, das ziehst du noch mal ein bisschen noch mehr nach unten, genau. Wenn dann so der Drill kommt, dann geht die Route praktisch auch bis ins Handteil runter. Ist doch eigentlich auch ideal zum Gummifischen, oder? Ganz genau. Also das ist ja was Typisches, was ich dann auch für Gummi, auch für Spoons nehmen würde, aber auch zum Gummifischen wirklich, dass die ja eine weiche Spitze hat eben, und dann hast du dann das Rückgrat trotzdem noch, um den richtigen Anschlag zu setzen. Tremo. Außerdem haben wir ins Programm bekommen, ganz neu, den Diamond Spoon in 8 verschiedenen Farben. Das ist ein Spoon, angegeben mit 3,8 Gramm, hinten drauf steht 3,75 Gramm, also ne, knapp 4 Gramm. Das Besondere ist eigentlich, dass der relativ dick ist. Der hat ein tolles Laufverhalten, der bewegt sich wirklich sehr schön flatterig. Aber er ist relativ dick, das heißt, er ist wirklich prädestiniert dafür, dass man ihn unten am Grund fischt. Zum Beispiel im Herbst, zum Beispiel im Winter, wenn die Fische auch unten sind. Im Augenblick sind die Fische ja eher oben und deswegen würde ich den im Augenblick auch nicht benutzen. Aber wenn die Fische dann runtergegangen sind, Topspoon. Und auch natürlich dann, wenn die Fische weit, weit draußen stehen. Das heißt, ich habe ein großes Gewässer. Baggersee zum Beispiel oder Dänemark und ich kann wirklich weit werfen. An so einem kleinen Gewässer, da habe ich natürlich eher das Problem, dass ich dann drüber wegwerfe. Da muss man nämlich gucken, welchen Spoon man nimmt, aber das hier ist ein typischer eben, wie gesagt, fürs Grundangeln. 8 neue Farben. Ebenfalls neues Kästchen, das ist die Spoonbox Nummer 8. Eben was für einige wenige Spoons. Und wir haben den Hammer in 3 neuen Farben. Ja, natürlich jeweils zweifarbig, ist klar. Schwarz auf der Rückseite. Was man hier ganz deutlich sehen kann, das ist die unterschiedliche Dicke von diesen Spoons. Hier ist nochmal der Diamond Spoon. Also wirklich ein ziemlich dickes Ding, dickes Blech. Und hier ist der Hammer. Der ist natürlich viel, viel dünner von der, vom Blech her. Und dementsprechend läuft der natürlich auch wesentlich höher. Vor allen Dingen wiegt der etwas weniger. Der hat nur etwas über 3 Gramm, 3,2 Gramm. Und er hat eine sehr große Fläche.
dementsprechend läuft der zum Beispiel viel höher als der Diamond. Und das ist natürlich eine wesentliche Sache, dass man sowas weiß, dass man seine Spoons kennt und die richtig einsetzt zum richtigen Zeitpunkt, wenn die Fische in der entsprechenden Tiefe sind. Und dann ist man natürlich auch wesentlich erfolgreicher, als wenn man sich einfach einen neuen Spoon kauft und ihn einfach nur durchs Wasser zerrt. Der richtige Einsatz ist schon wirklich immer sehr wichtig. Ja, die andere Routenserie ist die Highline Area. Das sind drei Routen in 1,98, 2,6 Meter und 2,13 Meter. 4,5 Gramm Wurfgewicht, allesamt. Wie gefällt die? Also ich finde sie sehr schön, sehr hochwertig vor allen Dingen. Auch den Korkgriff finde ich ja persönlich immer am schönsten. Ich auch, ja. Ja. Nein, vom ersten Eindruck her wirklich eine super Route, kann man nicht anders sagen. Sehr schöner, schlanker Blank. Genau. Und Fuji-Ringe, also schon hochwertig ausgestattet. Fuji-Rollenhalter auch und dann eben mit dem Korkgriff, ja, war schon eine schöne Route. Das Besondere hier ist wirklich, dass die Rutenspitze ganz anders gemacht ist. Bei der anderen Route, die wir eben gerade hatten, bei der Strike Area, haben wir einen komplett durchgehenden Blank, der ja eben komplett aus einem Rohrmaterial besteht. Hier ist es so, dass wir eine eingesetzte Spitze haben. Hier an der Stelle sitzt hier vorne eine Solid Tip drin. Und diese Solid Tip ist also wesentlich flexibler. Und dann haben wir ein deutlich steiferes Rückgrat. Also auch zum Beispiel was Typisches wieder für Gummifische. Ganz genau, fürs Gummiangeln. Genau. Wo wir dann eine ganz weiche Spitze haben. Ja, vielleicht können wir das auch noch mal eben so zeigen. Kannst du da noch mal festhalten? Warte mal, wenn wir jetzt so, ich glaube, das sieht man so vielleicht ganz gut. Genau. Und dann kommt sie erst unten. Genau. Aber hier wirklich diese Spitze, ich denke, man müsste das eigentlich so ganz gut sehen, dass die Spitze sehr viel flexibler ist. Route ist ein bisschen teurer. Ich glaube, die unverbindliche Preisempfehlung liegt so bei 129. Blende ich aber unten noch ein. Also ein bisschen hochwertigere, ein bisschen teurere Route. Aber es ist sie definitiv wert. Ja, also so einfach sehr, sehr schön gemacht, auch mit den Bindungen und so weiter. Ne? Sehr schicke Route. Und dir gefallen ja auch so Kleinigkeiten hier mit dem Orange. Genau, da achten wir Frauen natürlich wieder drauf. So sieht's aus. Ja, war ein anstrengender Tag heute. Sehr anstrengend. Deswegen sitzen wir auch. Genau, wir müssen uns erstmal wieder erholen von dem anstrengenden Tag. Genau. Also meistens ist es ja so, dass wir dann mittags aufhören, weil wir unsere Fische zusammen haben. Heute mussten wir, ja, wir haben mittlerweile, weiß ich ja nicht, Nachmittag, 16? Ja, 16:30 haben wir es jetzt. Ja, also. Und am Mittag fingen sie eigentlich erst an zu beißen, zumindest kurzfristig. Ja, also heute Morgen war es nicht so sonderlich dolle. Ein Fisch insgesamt auf auftreibende Montage, da habe ich echt alle Höhen ausprobiert, aber das wollten sie gar nicht. Nein. Schleppen normal mit Paste und Pose und so weiter ging gar nicht. Auch nicht, nein. Also auch bei den anderen drumherum nicht. Das Einzige, was eigentlich ging, war Spoon. Genau. Und jetzt hinterher sind drüben im flachen Teil sind zwei Leute, die eine Oberflächenmontage haben. Auch wahrscheinlich mit Bienenmade oder so. Ja, die fangen seit heute Nachmittag so um 2 Uhr fangen die da wirklich gut. Ja, genau. Aber auch vormittags war gar nichts. Nee. Jetzt scheinen sich irgendwie die Fische darüber gezogen zu haben. Da können wir aber nicht hin, weil da sind Leute eben. Aber da wird jetzt mittlerweile was gefangen. Aber ich finde, für die schwierigen Verhältnisse heute haben wir eigentlich recht gut gefangen. Ja, finde ich auch. Also es sind einige Leute weggegangen, die haben hier nur 1-2 Fische gehabt. Genau. Und auch an den anderen Teichen waren mehrere Leute, die gar nichts hatten oder auch nur einen Fisch oder sowas. Also dafür ging es wirklich noch ganz gut. Aber es war Man kann viel. Sagen, man musste für seinen Fisch heute wirklich arbeiten. Ja, kann man so sagen. Ja. Und ich denke, es liegt einfach an diesen wechselnden Wetterverhältnissen. Ich hoffe, euch hat die kurze Vorstellung hier gefallen.
wünsche euch auf jeden Fall jede Menge dicke Fische bis zum nächsten Donnerstag. Und ich würde mich auf jeden Fall über ein Like oder über ein Abo freuen. Bis dann. Ciao. Ciao.